Kein Wunder, dass sich diese Männer bei ihrem Gerichtstermin in Manhattan nicht zeigen wollen, meint New Yorks Polizeichef. Was die Angeklagten getan haben, ist widerlich. Sie haben unser Sozialsystem missbraucht. Vor Gericht stehen Dutzende ehemalige Feuerwehrmänner und Polizisten. Eine dankbare Nation hatte sie nach 9/11 als Helden gefeiert. Aber laut Anklage erschlichen sich diese Retter Invalidenrenten, behaupteten wegen ihrer traumatischen Erlebnisse an schweren psychischen Störungen zu leiden. Einige waren angeblich nicht einmal mehr in der Lage, ihre Wohnungen zu verlassen. Aber dann posteten die vermeintlich Arbeitsunfähigen solche Fotos auf Facebook. Er kassierte über $200.000. Während dieser Mann Invalidenrente bezog, leitete er eine Kampfsportschule. Ehemalige Polizisten und ein Ex-FBI-Beamter gaben den Angeklagten angeblich Tipps für die amtsärztlichen Untersuchungen und kassierten Erfolgsprämien. Durchschnittlich $210.000 erhielt jeder der Angeklagten bisher als Invalidenrente. Unermesslich groß ist der Schaden für all die Rettungskräfte, die mit ihrer Gesundheit wirklich für ihren Einsatz an Ground Zero bezahlt haben und zu Recht für ihren Mut gefeiert wurden.